Guten Morgen, ihr Sklaven! Das ist unser Text heute. Naja, wir sind nicht alle Sklaven. 1. Petrus Kapitel 2, Vers 18. Ihr Hausknechte, ihr Sklaven, seid in aller Ehrfurcht euren Herrn untertan. Nicht durch den Guten und Milden, sondern auch den Verkehrten, den Bösen. Das ist Gnade, wenn jemand aus Gewissheit gegenüber Gott Kränkung erträgt, indem er zu Unrecht leidet. Denn was ist das für ein Ruhm, wenn ihr geduldig Schläge ertragt, weil ihr gesündigt habt? Wenn ihr aber für Gutes tun leidet und es geduldig ertragt, das ist Gnade bei Gott. Denn dazu seid ihr berufen, weil auch Christus für uns gelitten und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. Okay, ich habe gesagt, guten Morgen, ihr Sklaven. Im Griechischen gibt es zwei Worte für Sklave oder Hausknecht. Es gibt Doulos. Doulos war ein Hausknecht, der sich entschieden hat, im Haus zu bleiben und der auf Lebzeit war und er hat es auch trotzdem nicht einfach. Das war ein Doulos. Dann gab es noch den Hausknecht. Hausknecht ist der Euketes. Euketes. Der Euketes ist ein Sklave, der meistens gut ausgebildet war. Er war im Haushalt. Er hat dort geschlafen, gegessen. Ihm ging es im Großen und Ganzen gut. Es waren teilweise Ärzte, das waren Lehrer, das waren gebildete Menschen. Aber was man halt sagen muss, also es gab grob 60 Millionen Sklaven in dem römischen Imperium. Das ist grob 30% von dem Imperium. 30% vom ganzen Imperium waren Sklaven. Und die wurden genommen aus einem anderen Land. Das heißt, Deutschland ging zum Beispiel nach Rumänien, hat dort gewonnen und die Rumänen mitgenommen nach Deutschland. Und daraus hat man Sklaven gemacht. Rom hat immer wieder gekämpft in verschiedenen Ländern. Und die Leute mitgenommen. Und das sind die Sklaven. Die Sklaven sind Leute, die sind in einer neuen Kultur, neue Sprache, neues Haus, alles neu. Die sind weggenommen worden, ihr Land hat verloren in dem Krieg. Und hier lesen wir, ihr Hausknechte. Deswegen Hausknechte und Sklaven, das ist ein guter Unterschied. Hausknecht, Euketes, Doulos, Sklave. Und im Griechischen haben wir halt dieses Verständnis auch, dass, oder im Römischen, dass die Sklaven waren nicht Menschen. Sie wurden als Dinge bezeichnet. Aristotel sagt ganz klar, es kann nie eine Freundschaft zwischen einem Besitzer und einem Sklaven, ob Euketes oder ob Doulos, ist egal. Aristotel hat gesagt, ein Sklave ist kein Mensch. Ein Sklave darf nicht behandelt werden wie ein Mensch. Er ist ein Ding, er ist ein Besitz. Und Paulus schreibt jetzt hier, ihr Hausknechte, ihr seid in aller Furcht euren Herren untertan. Nicht nur den Guten und Milden, sondern auch den Verkehrten. Und hier kommt so eine krasse Reise, weil er sagt, ihr Sklaven, wenn ihr gute Leiter habt, seid den untertan, wenn die lieb sind. Und wenn ihr böse habt, dann ordnet euch auch unter. Und das ist, was ich teilweise höre auf der Arbeit, sagt manch einer, boah, mein Chef ist richtig blöd, der ist ein Assi, der ist nicht freundlich, der ist hinterlistig, der ist dies. Und die Bibel sagt, wir sollen sogar bei so einem Bösen uns unterordnen. Und es kommen verschiedene Spannungen rein, die wir vielleicht heute auch erleben können. Spannungen, die damals ganz neu waren. Es ist ja jahrhundertelang gab es Sklaven. Und jetzt stell dir vor, der Besitzer ist Christ und der Sklave ist Christ. Und der Sklave denkt sich, das ist jetzt mein Bruder im Herrn. Der ist ja, der darf mich nicht mehr schlecht behandeln. Also muss ich nicht mehr so hart arbeiten. Und Petrus will dagegen angehen, gegen diesen Gedanken, sei ihm trotzdem untertan, arbeite hart, sei jemand, der für Gott arbeitet. Das ist, was Petrus rüberbringen will, was er vermitteln will in diesem Brief. Auch wenn dein Chef Christ ist, solltest du nicht eine Haltung haben, ja, jetzt wo Christ ist, muss ich nicht mehr so hart arbeiten, ich kann ein bisschen entspannen, der kann ja auch ein Auge bei mir zudrücken. Ne? Das ist etwas, das kann vielleicht sogar heute passieren. Vielleicht hast du einen christlichen Chef, du bist in einer Firma, wo die Leitung Christen sind. Ja, die Christen, die können mal ein Auge zudrücken, die müssen nicht so streng sein, wenn es mir heute mal nicht so gut geht. Nein, er sagt, arbeite weiter in aller Ehrfurcht, gib dein Bestes, arbeite so, als würdest du für Gott arbeiten. Und wir haben den Brief zum Beispiel von Paulus an Philemon, ein Besitzer, der einen Sklaven hat. Und der Sklave heißt Onesimus, der war kein Guter, der ist abgehauen, der hat was gestohlen.
Und Paulus sagt Philemon, nimm ihn an, weiter als Sklave. Der sagt nicht, schmeiß ihn raus oder nicht mehr als Sklave, aber auch als Bruder. Sklave und Bruder. Den Sklaven übrigens, denen ging es besser als den Obdachlosen in Rom, die frei waren, die keine Sklaven waren. Die Obdachlosen in Rom, die frei waren, die hatten kein Essen. Hier die Haussklaven haben trotzdem dreimal am Tag oder wie oft auch immer Essen bekommen. Die waren in der Familie, die hatten Schutz, die hatten Wärme, die haben meistens auf dem Dachboden geschlafen. Also die hatten eine gewisse Sicherheit. Deswegen, wenn man sich Sklave vorstellt, das ist manchmal sehr negativ behaftet. Aber hier ist es so auch, das war gut. Was als nächstes einfach hineinkommt, ist wirklich, dass Paulus sagt, wenn du schlecht behandelt wirst, also du hast einen verkehrten, einen schlechten Herren, dann sieh das als Gnade an, wenn du für Gott leiden darfst. Das ist eine ganz andere Haltung. Weil das Gefühl könnte sein, und das gab es in Rom ganz oft, also Rom hatte, glaube ich, mindestens 3 Sklavenrevolutionen. Die Sklaven sind aufgestanden, wir wollen nicht mehr Sklaven sein. Und was ist passiert? Die wurden alle einfach umgebracht innerhalb kurzer Zeit. Und deswegen lesen wir in der Bibel nie, steht auf gegen das Sklaventum. Nie. Manch einer, ein Theologe fragt sich, warum steht das da nicht? Weil wir sollen ein Vorbild sein für die Nichtchristen, für die Chefs, für das Land. Und es gab schon ein paar Revolutionen unter Sklaven und die wurden alle getötet. Wenn die Christen dazu ermutigt werden, dann kommt wieder, der christliche Glaube ist so ein Revoluzzer-Glaube, das ist so ein nicht unterordnender Glaube, das ist ein rebellischer Glaube und das Evangelium wird in den Schatten gerückt und eher kommt was anderes. Deswegen hat Paulus nie darüber geredet, auch wenn Gott nicht für Sklaven war. Wir sehen, dass Gott durch Christen, ich glaube Rutherford hieß der, ich weiß es nicht mehr genau, in England gab es einen, der hat Amazing Grace geschrieben. Der hat gegen Sklaverei gekämpft. Der war dagegen. Das war richtig gut. Und Gott hat das auch benutzt, um Menschen zu helfen. Dass die rauskommen aus der bösen Sklaverei. Aber hier ist das Thema, wenn ihr Sklaven seid und schlechte Chefs, dann ordnet euch unter. Und wenn ihr leidet, dann tragt das. Dazu seid ihr berufen. Und so auch will ich einfach dich ermutigen. Auf deiner Arbeitsstelle kann es wirklich sein, dass du nicht immer gut behandelt wirst. Segne deinen Chef. In der Bibel steht, verfluche ihn nicht, segne ihn. Bete für ihn. Bete für deine Arbeitskollegen, die dich fertig machen. Und sage ich, das ist einfach und schön? Nein. Aber wir brauchen eine Veränderung unserer Gesinnung. Da, wo Probleme sind, ich kündige. Ist alles blöd. Ich habe keinen Bock mehr. Gott, willst du mich hier trotzdem haben? Willst du mich hier formen? Soll ich Salz und Licht sein inmitten von dem Mobbing, von dem Schmerz? Gib mir die Kraft dazu, dass es mich nicht kaputt macht. Es ist eine Gnade, wenn wir leiden, steht da. Gnade. Ein Geschenk Gottes, das ist verrückt. Aber ich will das uns einfach mitgeben. Dass wir das vor Augen haben und dass die Bibel alles Mögliche anspricht. Auch Arbeit und auch schlechte Arbeit. Auch schlechte Arbeitgeber. Und sagen, Gott, gib mir die Gnade, das auszuhalten in Liebe, in Demut. Und der Herr sei mit dir auch einfach diese Woche auf der Arbeit. Nächste Woche ist, glaube ich, ein bisschen Urlaubszeit für manche. Im Januar wieder. Vielleicht, wenn du den Job wechselst, auch wenn es nicht einfach... Oder du gehst in die neue Schule. Du bist jetzt 5. Klasse, also gehst in eine neue Schule. Da gibt es Probleme oder was auch immer. Dass der Herr bei dir ist. Dass du merkst, okay, ich leide mit und für Jesus. Und er will dich segnen. Und wir kriegen einen Preis im Himmel dafür. Das ist nicht unsere Motivation, aber das verspricht er auch. Amen.